glaube, man hat gesehen, was in der Aufstiegsrunde alles so war, was hinter den Kulissen abläuft. Ich glaube, ja, wenn ich in die Gesichter hier gucke, da kam ein Lächeln. Es hat einfach tierisch viel Spaß gemacht, wieder zusammen zu sein. Ich fand den Film grandios. Gänsehautmomente, ein Mannschaftserlebnis, was total toll ist. Wenn man aus dem Mannschaftssport kommt wie ich, dann lernt man so Momente auch noch mal mehr wertschätzen. Die HSG Hanau kann es einfach. Also Events bei der HSG sind immer toll, immer rund und immer tolle Leute da. Ja, und schön, dass wir uns alle wieder gesehen haben. Begeistert, wie viele Leute das angenommen haben. Hier habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass so viele kommen. Ja. Ich hatte fast in jeder zweiten Szene Gänsehaut und ja, es waren einfach ganz viele besondere Momente dabei, die uns, glaube ich, auch als Mannschaft sehr viel geprägt haben. Super herzlich die Mannschaft, das Teambuilding, was aus dem Prozess entstanden ist und die Originalbilder von den Rückfahrt von den Auswärtsspielen, das ist die HSG live. Ein scheiß Spiel, aber eine schöne Auswärtsfahrt. Ja, das Event war mega. Also ich bin sehr, sehr stolz und sehr dankbar dafür, dass ich hier in Hanau Trainer sein darf. Das, was hier geleistet wird und man das hier also am Film gesehen hat, das macht dann schon sprachlos und zeigt, wie besonders dieser Verein ist. Ich bin begeistert. Also als Teil, so fühle ich mich mittlerweile, ich glaube, andere gehören mehr dazu, aber als Teil der HSG-Familie wirklich auch so dieses Herzblut zu spüren und auch diese Up und Downs mitzuerleben. Ja? Das finde ich schon klasse. Ich finde diese Mannschaft ganz wunderbar, auch die Einzelnen, die man jetzt so kennenlernt, wunderbar. Ist einfach wieder grandios organisiert. Nächster Schritt Richtung Professionalität. Einfach super. Ich bin einfach begeistert, wie das sich entwickelt. Mal schauen, wo es noch hinführt. Und zeigt aber auch, was aus so zwei Vereinen, die sich engagieren und zusammenwachsen, entstehen kann. Einfach für die Gesamtstadt. Und das ist eine tolle Entwicklung. Ich bin gespannt, wohin die Reise da noch geht. Also Tami hat wieder Großes geschaffen, würde ich sagen. Und es hat mich so gefreut für die Mannschaft auch und für Hannes, dass sie jetzt so eine tolle Erinnerung haben an ihre supergeile Zeit, die sie jetzt die letzten Jahre hatten. Und ich denke, das hat nicht jeder. Also da kann man schon stolz drauf sein. Ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht und ja, vor allem Freude und vor allem Vorfreude jetzt auf die kommenden Wochen, dass wir endlich wieder so eine Aufstiegsrunde erleben können. Das hat so einen richtigen Push auch nochmal gegeben. Nicht nur bei den Jungs, ich denke auch bei den Zuschauern, bei der ganzen HSG-Familie, unseren Partnern, unseren Sponsoren. Und ich glaube, mit so einem Film im Rücken können wir in der Aufstiegsrunde einiges bewegen. War ein schöner Film. Ich glaube, ganz viele Gänsehautmomente. Da hat der Tami mit seinem Team wirklich super was auf die Beine gestellt. Ich denke, die Jungs hat das angesteckt, die Zuschauer, die hier mit dabei sein durften, die Partner, einfach auch mal einen Einblick zu gewinnen. Und ich glaube, wir haben viele Gänsehautmomente kreiert. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir das auch wieder umsetzen können und in der kommenden Aufstiegsrunde wieder abrufen können. Diesen Team-Spirit, diese Emotionalität, diese Geilheit auf Handball. Und von daher, die Jungs arbeiten aktuell wirklich ziemlich gut im Training. Das wollen wir auf die Platte bringen. Und das zeigen wir dann am 27.03. um 17 Uhr in der Main-Kinzig-Halle.